Dieses Bild heißt Abfahrt der Schiffe von Paul Klee, Malia 1927. Paul Klee war ein deutscher Maler. Seine Werke reichen vom Expressionismus bis in das Surrealismus. Er lebte von 1879 bis 1940. Wir befinden uns heute im Depot der Sammlung Schaaf-Gerstenberg. Also ich versuche sowas Ähnliches wie Paul Klee zu malen, den ihr gerade gesehen habt. Ich brauche Stift, Pinsel, Farbe und so Pappe oder sowas. Paul Klee malt eckig und rund. Das Bild ist für mich aggressiv, formig und hat viele Farben. Ich sehe ein Schiff, einen Pfeil, eine Pyramide, einen blauen Mond und schwarze Nacht. Ach, das da könnte doch Sand sein. Das ist Ägypten. Auf jeden Fall. Sonst hätte es keine Pyramiden. Und was ist das? Auch ein kleines Segelboot. Ja, könnte es sein. Das sieht irgendwie aus wie ein Tier, was so eine Flagge drauf hat. Könnte doch ein Kamel sein. Ein Kamel, das aus der Pyramide geht, in das Boot, oder? Ein Schiff an einer Wüste mit einem blauen Mond. Rot, dunkelrot, braun, gold, braun, pink, orange, blau. Pink, blau, pink, schwarz. Schwarz. Das ist diese Farbe noch? Das ist pink. Hautfarbe oder so? Pink, hab ich schon gesagt. Hellbraun, so bunt, wie ein Regenbogen. Ja, es ist eine Reise irgendwie. Und der blaue Mond? Vielleicht ist es so eine seltene Finsternis oder sowas. Das Blau ist das intensivste. So dunkel-hellblau gemixt. Es könnte ungefähr wie Lapislazuli. Und die anderen Farben sind ja auch sehr dunkel. Aber das Blau ist irgendwie ziemlich kräftig. Also vielleicht ist das Blau dann der Mittelpunkt. Also alle anderen Farben drehen sich um das Blau. Das Blau könnte doch dafür stehen, dass es eine harte Reise war. Und dass er viel umsteigen musste. Von der Pyramide dazu, dazu und dann erst los. Er hat immer darauf geachtet, eigentlich, dass es ein Eck ist. Fällt dir das jetzt auf? Überall Eck. Und es sieht auch so aus wie Schnipsel. Stimmt, er könnte einfach so rumgeschnipst haben. Und dann hat er es zusammengepuzzelt. Und alles ist viereckig. Und rund. Es gibt auch Dreiecke. Ich habe angefangen mit Bäumen. Sie sind jetzt übermalt fast, aber man sieht sie noch fast. Und da der Palast. Hier sind deutlichere Farben. Da ist so eine Mauer voller Grün. Und da ist ein riesiger Fluss. Und da strömt die Hitze über das Land hinweg. Und das steht für die Freiheit. Stift, Pinsel, Farbe und so Pappe oder sowas.